hat mich so schockiert, weil ich mir dachte so, wer macht das? Ja, und dann kam ich halt nicht zu 22 Uhr ins Bett, sondern halt deutlich später. Und dann habe ich noch so Melatonin genommen, um runterzukommen und sowas. Und dann wusste ich halt, okay, ich werde heute Morgen Hangover haben, wenn ich jetzt aufstehe und mich einfach so durchpusche. Guten Morgen, ihr Lieben! Ich habe jetzt noch 2 Stunden, bevor mein Tag aktiv startet. Ich habe gestern so, man musste ja irgendwie erstmal herausfinden, wie das funktioniert mit der Routine, aber ich dachte mir gestern, okay, dann stehe ich so um 6 Uhr auf. Und dann ist mir aufgefallen, dass das dann ja auch schon sehr früh wäre und mein Tag ja gar nicht um 8 Uhr startet. Heute ist nämlich Samstag. Und ja, ich muss sagen, das mit diesem disziplinierten Aufstehen, wenn der Wecker klingelt, hat noch nicht so ganz gut geklappt. Auch gerade in Anbetracht der Tatsache, wenn ich dann gar nicht so viel zu tun habe. Deswegen, jetzt ist, ich glaube, 7.45 Uhr. Ich werde jetzt in aller Ruhe Sport machen. Gerade von der Arbeit, es ist so ungefähr 20 vor 6 und heute war Tag 2 meines Experimentes, meiner Lebensumstellung und ich kann euch das mal zeigen hier, Tag 1, ich habe so einfach so eine Spalte To-Dos, eine Spalte Thoughts, dann so habe ich halt aufgeschrieben, was ich so in der Morgenzeit gemacht habe, bei Worship und Gebet, was so meine Gedanken waren während des Worships. Und dann habe ich auch so ein paar Notizen gemacht zum Ablauf, also was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Und dann am Ende des Tages mache ich noch so eine Ich bin dankbar für Liste. Ja, genau, wie gesagt, heute ist erst Tag 2, aber ich finde, es hat schon ganz gut geklappt. Und vor allem merke ich so, dass es mich eigentlich ganz zufrieden macht. Also wenn ich jetzt überlege, ich käme jetzt von der Arbeit, es ist kurz vor 6, dann müsste ich jetzt noch Sport machen. Also dann wäre es halt für mich eigentlich, ich müsste jetzt noch Sport machen, weil man das halt noch so macht. Aber eigentlich habe ich dann gar keine Zeit, um es in anderes zu investieren und so. Genau, deswegen bin ich damit ganz zufrieden. Und jetzt werde ich gleich noch kurz Zeit im Gebet verbringen und dann was essen. Und dann gehe ich noch spazieren. Ich bin heute zum Spazieren verabredet. Also Tag 2 hat gut geklappt. Guten Morgen, Freunde. Heute war Tag 3 meines Experiments und ich habe keinen Sport gemacht und habe länger geschlafen, beziehungsweise wieder so lange geschlafen, wie es geht. Was daran liegt, dass ich ja, gestern Abend eine böse Überraschung erlebt habe. Jetzt habe ich mein kleines Autochen hier stehen lassen. Oh, beziehungsweise meine Mitbewohnerin hat es abgestellt und sie hat das Fenster offen gelassen. Und ich wollte es gestern umparken, weil sie das nicht gemacht hatte. Und dann habe ich gesehen, dass jemand da Zigaretten reingeworfen hat. Ja, und der Sitz, ich wollte es einfach sauber machen, dann habe ich gesehen, dass die Sitze eingebrannt sind. Und das hat mich so schockiert, weil ich mir dachte so, wer macht das? Ja, und dann kam ich halt nicht zu 22 Uhr ins Bett, sondern halt deutlich später. Und dann habe ich noch so Melatonin genommen, um runterzukommen und sowas. Und dann wusste ich halt, okay, ich werde heute Morgen Hangover haben, wenn ich jetzt aufstehe und mich einfach so durchpusche. Genau, und dann habe ich es halt nicht gemacht. Ich war gestern Abend noch lange spazieren mit einem Kumpel, gute Gespräche, viel über Gnade nachgedacht. Ja, und heute Morgen bin ich dann aufgewacht und habe sofort so ein bisschen in dieses Journal, was ich jetzt angefangen habe. Also ich glaube, bei mir hilft voll, wenn ich Dinge aufschreibe. Hat so geschrieben, dass ich auch heute Gnade habe damit, dass ich den Tag eben nicht so gestartet habe, wie ich mir das vorgenommen habe. Ja, ich habe ganz kurze Zeit mit Gott verbracht, also ganz kurz eigentlich nicht, aber schon Zeit mit Gott verbracht. 60, wie nennt man das, Hampelmänner gemacht. In verschiedenen Variationen. Und jetzt bin ich auf dem Weg in den OP. So, ihr dürft jetzt raten, auf welcher Abteilung ich bin. Let's go!
Ich arbeite übrigens sehr gerne hier. Meine Zeit ist aber auch schon vorbei, sozusagen. Mein erstes Tertial endet jetzt. So crazy. Also es war viel Zeit und trotzdem ist sie schnell vergangen. Und so werde ich schon bald umziehen. Meine zweite Stelle hat sich nochmal geändert. Ich hatte da eigentlich was anderes geplant. Aber die Wege des Herrn. Genau. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für meine Zeit hier. Und habe gute Erfahrungen gemacht. So, ihr Lieben, meine letzte Woche in Olten hat begonnen. Ich komme gerade von der Arbeit, es ist 18.34 Uhr am Montag. Und ich muss jetzt packen. Schon wieder. Ich verlasse schon wieder den Ort. Ich ziehe schon wieder weiter. Irgendwie ist es aktuell echt so ein Leben aus dem Koffer. Ich habe nicht so mega viel Lust darauf. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ich so spät von der Arbeit gekommen bin, habe ich jetzt halt auch nur in meinem neuen Konzept von Tag nur noch 3,5 Stunden, die ich aktiv nutzen kann. Also ich will ja um 22 Uhr dann schlafen gehen und meine To-Do-Liste ist gefühlt noch so lang und packen ist nur ein Punkt da drauf und packen dauert eigentlich schon Stunden. Ich bin von einem vollen Wochenende gekommen, deswegen habe ich heute Morgen meine Routine auch nicht so durchgeführt. Aber ich glaube, was ich gelernt habe über die Jahre und mit dem Alter, ist gnädiger mit mir selbst zu werden. Und nur weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich 2 Tage nicht schaffe, kann ich am 3. Tag trotzdem wieder anfangen. Und ich glaube, so hat man mehr Erfolg, als dass man so sagt, okay, ganz, 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 ganz streng. Und wenn man einen Tag wegfliegt, dann lohnt sich ja alles nicht mehr. Genau, für mich geht's jetzt ans Packen. So, ihr Lieben, das Video endet nicht ganz so energetisch, wie es angefangen hat. Irgendwie bin ich heute Nacht aufgewacht, mir war die ganze Zeit schlecht. Bin ich auf Arbeit gegangen und dann bin ich von der Arbeit wieder zurückgegangen, weil mir immer noch schlecht war. Und ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen done. Ich sitze inmitten von nicht vorhandenen Umzugskartons, weil ich keine Umzugskartons habe, sondern alles in so Tüten. Und habe jetzt noch 3 Tage, bevor ich meinen PJ-Tertialplatz wechsle. Ich bin unfassbar dankbar für die Zeit in Olten. Und freue mich sehr auf das, was kommt. Aber to bring it back to, womit ich dieses Video gestartet habe, diese Lebensroutine ändern. Ich finde, das ist mega gut. Also wenn ich auf Arbeit gehe und ich weiß, ich habe schon die Dinge gemacht, die mir wichtig sind. Aka, ich habe mich schon bewegt und ich habe schon Zeit mit Gott verbracht. Dann geht es mir viel besser. Und ich merke halt auch so, wenn ich um 18 Uhr von der Arbeit komme, ja, was will ich denn auch irgendwie die Welt bewegen? Also ich denke mir halt auch so, wenn Leute nicht, wie ich jetzt hier in Reichweite vom Krankenhaus wohnen, sondern noch eine Dreiviertelstunde irgendwie so Heimweg haben und nicht um 18 Uhr gehen, also die Ärzte, sondern um 19 Uhr, dann kommen die ja nach Hause und wenn sie noch Essen machen müssen, Essen, Duschen, dann ist eigentlich schon wieder Schlafenszeit. Ich frage mich halt wirklich, wann schaffen die es noch so ihre Daily Tasks zu machen, sowas wie Rechnungen bezahlen oder sonst irgendwie sowas. Das ist für mich wirklich eine aufrichtige Frage. Und dadurch, dass ja jeder gleich viel Zeit hat, muss man dann irgendwie die Zeit einfach morgens rausholen, glaube ich. Aber da beißt sich dann schon wieder, also ich glaube, meine größte Herausforderung war und ist es in dieser Routine, rechtzeitig schlafen zu gehen. Also ich muss um 22 Uhr schlafen, damit ich um 5 Uhr oder 5.15 Uhr oder so aufstehen kann. Und das war bisher die größte Hürde. Das ist mir auch noch nicht so gut gelungen, aber ich bin ja auch erst am Anfang. So viel von mir. Tschüss.